Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Sexualität im Buddhismus. Von Zölibat bis Tantra gibt es ein weites Spektrum. Einige Aspekte davon werden wir heute beleuchten. Mein Name ist Erika Erber, ich bin Vizepräsidentin der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft. Das ist eine Dachorganisation, die verschiedene Gruppen und Traditionen verbindet. Heuer feiern wir 40 Jahre staatliche Anerkennung des Buddhismus als Religion in Österreich. Die buddhistischen Traditionen werden eingeteilt in drei große Gruppierungen: die Theravada-Schule oder Schule der Älteren, der Mahayana-Buddhismus, das große Fahrzeug, und Vajrayana, der tibetische Buddhismus. Wenn wir die Ausbreitung des Buddhismus heute betrachten, sehen wir Theravada vor allem im südlichen Bereich Asiens, Mahayana-Schulen vor allem im ostasiatischen Bereich, Vajrayana im nördlichen Bereich. Es gibt auch Länder, die mehrere Traditionen beheimaten, und es gibt auch Mischformen. Im Westen sind heute alle großen Traditionen vertreten. Alle diese Traditionen gehen zurück auf Siddhartha Gautama. Er war Sohn eines Fürstenpaares und lebte etwa 500 vor der Zeitenwende in Nordindien. Er war verheiratet, hatte der Sitte der Zeit entsprechend eine Hauptfrau und eine oder mehrere Nebenfrauen und einen Sohn zusammen mit seiner Hauptfrau. Er führte ein luxuriöses, sehr sinnesfreudiges Leben, das dennoch zu einer Sinnkrise führte. Bereits in jungen Jahren verlässt er seine Familie und widmet sich ganz der Suche nach der Überwindung des Leidens mittels strenger Askesepraktiken und Meditation. Hier sehen wir ein Bild des abgemagerten Buddhas. Das ist immer ein Hinweis auf die Zeit vor seinem Erwachen. Später berichtet er, dass er extreme Bewusstseinszustände erlebt hat von tiefer Meditation, aber er fühlte sich dem Tode häufig näher als der Befreiung. Und so verließ er den Weg der strengen Askese und praktizierte intensive Meditation. Dabei erlangte er in einem Prozess sich vertiefender Einsichten schließlich das Erwachen und wurde dann der Buddha, der Erwachte, genannt. Er lehrte über 40 Jahre und verstarb mit etwa 80 Jahren. Er lehrte seinen Erfahrungen entsprechend den sogenannten mittleren Weg, den er genauer beschrieb. Folgenden zwei Extremen soll man nicht verfallen: der Hingabe an die Lust der Begierden und der Hingabe an die Selbstpeinigung. Ohne diesen beiden Extremen zu folgen, hat der Vollendete den mittleren Weg erkannt, der zur Einsicht, zum Nirvana führt. Welches ist dieser mittlere Weg? Es ist der edle, achtgliedrige Weg des Buddha. Dieser ist symbolisch dargestellt in einem Rad mit 8 Speichen, und diese 8 Teile werden zu 3 Bereichen zusammengefasst: Erkenntnis, Meditation und ethische Lebensweise. Der mittlere Weg beschreibt einen Umgang mit den Sinnen, in dem der Buddha konkret benennt, was vermieden werden soll: sowohl unheilsame Begierden, aber auch Lebensverneinigung, Selbstpeinigung. Er vergleicht das mit einem Saiteninstrument. Denn die Saite eines Instrumentes erzeugt nur dann einen wohlklingenden Ton, wenn sie weder zu straff noch zu locker gespannt ist. Genauso ist es mit der religiösen Praxis. Der Buddha hat in seinen Lehren Freude und Wohlbefinden damit nicht general abgelehnt, wie das manche spätere Schulen tun, sondern er verurteilt, dass die unheilsamen Sinnesfreuden bzw. das Anhaften an sinnlichen Erfahrungen.
Der Buddha gründete den ersten Orden für Männer und etwas später auch den ersten Orden für Frauen. Es heißt, auf eine Initiative seiner früheren Gattin, seiner Stiefmutter und 500 weiterer Frauen. Diese Gemeinschaft wird Sangha genannt. Er besteht aus vier gleichberechtigten Teilen, wird deshalb auch vierfache Gemeinschaft oder Versammlung genannt, Mönche und Nonnen, Laienschüler und Laienschülerinnen. Bilden gleiche Anteile in der Gemeinschaft. Die Aufnahme erfolgt damals wie heute durch die Zufluchtnahme zu den drei Juwelen. Dabei werden in der jeweiligen Landessprache die Zuflucht ausgesprochen. Ich nehme Zuflucht zum Buddha, zum Dharma und zum Sangha. Mönche und Nonne geloben dabei ein zölibatäres Leben. Strenge Ordensregeln gibt es vor allem im Theravada, im vietnamesischen Buddhismus und in manchen Formen des tibetischen Buddhismus. Traditionell mussten und müssen Nonnen mehr Regeln einhalten als Mönche und sind diesen untergeordnet. Das Ausüben von Sexualität, auch jede Art der Selbstbefriedigung, ist ein schweres Vergehen, das auch zum Ausschluss aus dem Orden führen kann. Später wurde das Zölibat in einigen Schulen des Mahayana gelockert, so zum Beispiel in Japan und in Tibet. Laien verpflichten sich mit der Zufluchtnahme zur Einhaltung von 5 ethischen Regeln, den Silas. Darunter fällt auch das Abstandnehmen von sexuellem Fehlverhalten. Das ist abhängig von der jeweiligen Kultur. Das Zölibat war nur zu bestimmten Zeiten vorgesehen oder auch freiwillig. Für Ordinierte und Laien gilt aber gleicherweise, das Wichtigste ist das Überwinden des Begehrens und des Anhaftens, egal ob Mann, ob Frau oder divers. Die wichtige Frage, ob Frauen das Erwachen erlangen können, beschäftigte schon den Buddha und auch seine Anhänger und Anhängerinnen. Er hat die erste Anfrage der Frauen, die in einen Orden gründen wollten, abgelehnt. Später fragte ihn sein Lieblingsschüler Ananda, ob denn Frauen nicht das Erwachen erlangen könnten. Und der Buddha bestätigte aber, dass Frauen das Erwachen erlangen könnten. Es gab soziale Gründe, weshalb der Buddha zögerte. Heute lassen sich 5 historische Phasen in der Entwicklung des Frauenbildes im indischen Buddhismus feststellen. Zur Zeit des Buddha und im frühen Buddhismus gab es wohl keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf die Fähigkeit des Erwachens. In gesellschaftlicher Sicht wurden natürlich Frauen sehr wohl diskriminiert. Etwa im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende kam die Ansicht auf, im Theravada vor allem, dass in einem weiblichen Körper das Erwachen nicht erlangt werden kann. Wieder etwas später entwickelt sich der Mahayana-Buddhismus mit seiner Lehre von der Buddha-Natur, die allen empfindsamen Wesen innewohnt. Jedoch sind auch hier in manchen Schulen in dem Zustand der Befreiung, das auch das eine Land genannt wird, keine Frauen vorhanden. Deshalb wäre es nötig, dass Frauen eine Geschlechtsumwandlung durchlaufen oder zum Beispiel als Männer wiedergeboren werden, um in dieses reine Land einzugehen. Dann entwickeln sich die Texte weiter und wird zuerst noch die Ansicht vertreten, dass Frauen nur erlöst werden können, wenn sie sich in einen Mann verwandeln. Wieder etwas später jedoch setzt sich die Lehre über die Buddha-Natur und über die Leerheit Shunyata durch. Und damit ist die Unterscheidung in die Geschlechtlichkeit aufgehoben und Frauen können auch in ihrer Frauengestalt Erleuchtung erlangen. So scheint es aus heutiger Sicht so zu sein, dass der Buddha selbst keinen Unterschied gemacht hat in Bezug auf die Heilslehre. Dennoch haben sich auch in buddhistischen Ländern patriarchale Strukturen und die Ungleichheit der Geschlechter eher verstärkt. Vielfältige Formen von Diskriminierung sind je nach Kultur sehr unterschiedlich und sehr komplex.
aber auch heute noch nicht völlig überwunden. Der Umgang mit Sexualität ist eng damit verbunden. Es gibt aber auch erfreuliche Entwicklungen wie die Gründung der Internationalen Vereinigung buddhistischer Frauen 1987. Sakyatitta, die Töchter des Buddha, setzen sich für Rechte der Frauen, für Zusammenarbeit und das Wohl buddhistischer Frauen ein. Wir betrachten noch etwas genauer die Laienpraxis. Im frühen Buddhismus war Mönch das Ideal, um Befreiung zu erlangen. Später, besonders im Mahayana-Buddhismus, entwickelte sich die Ansicht, dass auch Laien zum Erwachen kommen können. Und das berühmteste Beispiel ist der Laie Vimalakirti. Er war ein Haushälter, dessen Einsicht und Praxis so überragend waren, dass er zu einem Ideal stilisiert wurde, zu einem Ideal der Laienpraxis. Seine Lehren waren tiefgründig und oft humorvoll und wurden in einem eigenen Text zusammengefasst, dem Vimalakirti Nirdesha, die Belehrung des Vimalakirti. Es stammt aus dem 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung und hat großen Einfluss auf die chinesische Chan-Tradition ausgeübt und ist bis heute in den Mahayana-Traditionen hoch angesehen. Laien sollen 5 ethische Regeln einhalten. Diese werden Panchasila genannt. Abstand nehmen vom Töten, Abstand nehmen vom Stehlen, Abstand nehmen vom sexuellen Fehlverhalten gemäß der herrschenden Kultur, Abstand nehmen vom Lügen, Abstand nehmen von berauschenden Mitteln. Diese werden dann noch genauer beschrieben. Thich Nhat Hanh, der vietnamesische Lehrer, versteht diese Regeln als Übungen der Achtsamkeit und formuliert sie auch in einer positiven Weise. Ehrfurcht vor dem Leben, wahres Glück, wahre Liebe, liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören, Nahrung und Heilung sind die 5 Übungen der Achtsamkeit. Wir betrachten noch etwas genauer die 3. Übung der Achtsamkeit, wahre Liebe. Und hier sehen wir schon, dass diese Sila sehr umfassend formuliert ist. Es ist dieser Text jetzt zu lange, um ihn genauer durchzulesen. Ich habe ihn etwas gekürzt. In dem Bewusstsein, dass durch sexuelles Fehlverhalten Leiden entsteht, bin ich entschlossen, Verantwortungsgefühl zu entwickeln und Wege zu erlernen, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Ich bin entschlossen, keine sexuellen Beziehungen einzugehen, ohne gegenseitiges Einverständnis, wahre Liebe und die Bereitschaft zu einer langfristigen Bindung. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhindern, dass Paare oder Familien durch sexuelles Fehlverhalten auseinanderbrechen. Ich bin entschlossen, geeignete Wege zu erlernen, um gut mit meiner sexuellen Energie umzugehen, sodass mein eigenes Glück und das Glück von anderen wachsen können. Ich erkenne die Vielfalt menschlicher Erfahrungen an und verpflichte mich, keine der verschiedenen Formen von Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung zu diskriminieren. Wir sehen, die Formulierungen sind sehr umfassend und es finden sich sehr viele positive Formulierungen, nämlich gewisse Qualitäten zu entwickeln und Wege zu erlernen. Als ich 1996 erstmals in Plum Village war und diese Silas kennengelernt habe, waren sie auch schon umfassend, aber noch nicht ganz so lang. Gerade die letzten Abschnitte, der Hinweis auf die verschiedenen Formen der Geschlechtsidentität, sind erst in späteren Jahren, also jetzt in jüngeren Jahren dazugekommen.
daran sehen wir, dass gerade im Intersein-Orden immer an diesen Übungen der Achtsamkeit gearbeitet werden. Die Formulierungen werden immer wieder verändert und den Bedürfnissen der Zeit angepasst. Es gibt eine Aufzeichnung einer Fragerunde mit Thich Nhat Hanh aus dem Jahre 2014 im Plum Village. Und da wird er gefragt, warum befürwortet der Buddhismus nicht die romantische Liebe zwischen zwei Menschen? Und zwar im Hinblick, weil der Buddhismus auch unterstützt die Liebe zur Mutter Natur, aber die romantische Liebe und auch das Zeigen von Zuneigung zwischen zwei Menschen nicht unbedingt gefördert wird. Thich Nhat Hanh ist ein Mönch, der bereits seit dem 16. Lebensjahr in ein buddhistisches Kloster in Vietnam eingetreten ist und seit seines Lebens zölibatär gelebt hat. Auf diese Frage antwortet er: romantisch oder nicht romantisch, das ist nicht wichtig. Das Wichtige ist, ob es wahre Liebe ist oder keine wahre Liebe. In diesem Video erklärt er auch, was wahre Liebe bedeutet, nämlich die Entwicklung von liebender Güte, Maitri, von Mitgefühl, um Leiden zu mindern, um Freude geben zu können und auch die Fähigkeit, die andere Person und dessen Leiden ganz anzunehmen. Es soll kein Unterschied gemacht werden zwischen mir selbst und der anderen Person. Diese Qualitäten sind auch in dem dritten Sila zum Umgang mit Sexualität enthalten. Das bedeutet, wahre Liebe erfordert die Überwindung des Egoismus und das ist für alle gleich, für Ordinierte und für Laien. Wir kommen zum japanischen Zen. Hier wurden die Ordensgebote mit Ausbreitung des Buddhismus weniger streng ausgelegt und der Zölibat schließlich auch ganz abgeschafft. Auch das Alkoholverbot oder bestimmte Essensregeln wurden und werden recht locker gehandhabt. Zen beruft sich meistens auf die Linie der Patriarchen, jedoch wissen wir heute, dass auch Frauen Zen gelehrt haben, sie jedoch aus den Übertragungslinien gelöscht und oder auch einfach vergessen wurden. Heute sind Frauen im Zen im Westen gleichberechtigt, haben die gleichen Möglichkeiten und auch das gleiche Training. Es gibt viele westliche Meisterinnen. Ein recht ungewöhnlicher Lehrer und Meister war Ikkyō. Er war Dichter, Kalligraph und Maler und gilt als sehr bedeutend exzentrisch und sehr umstritten, auch in den Zen-Traditionen. Er kritisierte autoritäre Strukturen und die herrschende Zen-Elite und prangerte immer wieder Missstände an. Deshalb lebte er auch meist als Einsiedler und Wandermönch. In recht hohem Alter verliebte er sich in die 40 Jahre jüngere blinde Sängerin Morin und bekam eine Tochter mit ihr. Er betonte stets, dass seine Erleuchtungserfahrung durch den Umgang mit Frauen und der Erfahrung der erotischen Liebe vertieft worden sei. Er wurde berühmt für seine erotischen Gedichte und 180 von 800 Gedichten widmete er seiner Geliebten. Darin besingt er die Schönheit der Natur und die erotische Liebe. Ein Beispiel: 10 Tage im Kloster machten mich ruhelos. Der rote Faden an meinen Füßen ist lang und unversehrt. Wenn du eines Tages kommst, mich zu suchen, frage nach mir beim Fischhändler, in der Schenke oder im Freudenhaus. Der rote Faden an meinen Füßen meint die
sexuelle Leidenschaft, das Begehren. Frag nach mir beim Fischhändler, in der Schenke oder im Freudenhaus. Meint, dass den Umgang mit Fleisch, mit Alkohol und mit Sexualität, denn alle diese Aspekte sind im traditionellen Buddhismus verboten. Und so kommen wir schließlich zu dem Bereich des Tantra, ein sehr komplexes Thema, auch vielschichtig. Es bedeutet wörtlich eigentlich Gewebe und im Indischen ist eine besondere Gattung von Texten damit gemeint. Tantra ist auch der Überbegriff für verschiedene indische Geheimlehren, die hauptsächlich mündlich weitergegeben wurden und erst relativ spät in Texten niedergeschrieben wurden. Es lässt sich unterscheiden ein hinduistischer Zweig und ein buddhistischer Zweig des Tantra. Beide haben sich etwa ab 200 nach der Zeitenwende parallel entwickelt, sich auch gegenseitig beeinflusst und etwa um 1000 einen gewissen Höhepunkt erreicht. Alle Tantra-Traditionen zeichnen sich aus durch eine Abkehr vom Asketischen und eine bewusste Hinwendung zu dem, was vorher tabuisiert wurde, auch zu Sinnlichkeit und vor allem der Weiblichkeit. Männer und Frauen praktizieren und lehren gleichermaßen. Die Kultivierung von Sinnlichkeit und Sexualität ist ein Teil der spirituellen Praxis. Tantra im Westen, Helmut Poller bezeichnet das auch als Neo-Tantra, hat zumeist keine Anbindung an alten Traditionen, sodass wir sagen können, dass das, was im Westen unter Tantra verstanden wird, häufig gar nichts zu tun hat, was den alten tantrischen Traditionen entspricht. Es ist auch so, dass eine tatsächliche sexuelle Vereinigung nicht das Hauptelement der tantrischen Praktiken ist. In den tibetisch-buddhistischen Schulen werden die Übungen hauptsächlich visualisiert. Das Ziel ist auch hier spirituelle Befreiung, indem die Polaritäten von Gut und Böse, Rein und Unrein und so weiter überwunden werden sollen. Tantra-Praxis ist ein sehr anspruchsvoller Weg. Er erfordert einen bestimmten Text und eine Einweihung bei einem Meister oder einer Meisterin. Die Übungspraxis muss kontinuierlich sein, regelmäßig, wird meist allein ausgeführt, nur im kleineren Teil, zu zweit oder in Gruppe. Die Inhalte sind vielfältig. In manchen Dingen ist der Weg des Tantra dem Yoga ähnlich. Er kann einfache Körperübungen umfassen, Atemübungen, Meditation, die Verwendung von Mantras, umfasst auch Studium, ethischen Regeln und dazu kommen noch einfache oder komplexe Rituale, die Verwendung von Bildern, von Statuen und zum geringen Teil erotische Rituale. Helmut Poller nennt etliche Ziele und Teilziele auf diesem Weg. Dabei gibt es durchaus weltliche Eigenschaften und spirituelle wie Langlebigkeit, Gesundheit, scharfer Intellekt, Lernfähigkeit, gutes Gedächtnis, sexuelle Anziehungskraft, Potenz, gutes Aussehen, philosophische Erkenntnis bis hin zu magischen Fähigkeiten. Also eine ganze Fülle von anzustrebenden Qualitäten und Zielen. Der Bereich Geschlecht und Geschlechtlichkeit in den Religionen wird in den letzten Jahren zunehmend mehr erforscht, gerade auch von buddhistisch Praktizierenden. In einer Podcast-Reihe zu dem Thema hat Carola Roloff einen Vortrag gehalten. Sie ist Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen in Hamburg und praktizierende tibetische Nonne. In ihrem Vortrag behandelt sie die Fragen, welche Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität
Finden sich im Buddhismus welche Frauenrollen und Frauenbilder? Wie wirken sich diese aus, wenn sie heute auf den europäischen Kontext treffen? Und wie ist es um die Geschlechtergerechtigkeit im Buddhismus bestellt? In derselben Serie hat auch Bi Scherer einen Vortrag zum Thema sexuell und genderdiverses Leben im Buddhismus gehalten. Sie beinhalten queer-buddhistische Reflexionen. Beide Vortragende erwähnen die Tatsache, dass bereits im frühen Buddhismus 4 Geschlechter bekannt waren, außer männlich und weiblich, auch asexuell und bigeschlechtlich. Es gab auch Geschlechtsumwandlungen, was aufgrund der Ansicht von manchen Gruppierungen, dass Frauen als Männer wiedergeboren werden müssen oder sich umwandeln müssen, jetzt auch nicht weiter verwunderlich war. Beide betonen auch, dass diskriminierende Ansichten über nicht-bigeschlechtliche zwar auf der sozialen Ebene stattgefunden haben, aber nicht auf der soteriologischen Ebene. Das heißt, alle fühlenden Wesen sind fähig, zum Erwachen zu gelangen. Die Stigmatisierung der Gruppen scheint erst ab dem 4. Jahrhundert sich entwickelt zu haben. Beide betonen einen kritischen Umgang mit Traditionen und Texten. Und es ist in jedem Fall nötig, das Thema weiter zu erforschen. Und es ist sehr, sehr erfreulich, dass auch Dr. Professor Scherer praktizierender Buddhist ist, sodass Buddhisten und Buddhistinnen selber sich eingehend und intensiv auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen. Ein schwieriges Thema ist sexuelles Fehlverhalten und Missbrauch. Auch hiervon sind letztlich alle Traditionen betroffen. Es gibt große Unterschiede zwischen Ost und West, zwischen früher und heute, was als sexuelles Fehlverhalten verstanden wird. Es gibt gewisse Strukturen innerhalb der buddhistischen Traditionen, die Missbrauch begünstigen. Dazu gehören klösterliche Strukturen, die oft auch abgeschottet sind. Es ist in den Herkunftsländern auch oftmals so, dass bereits Kinder in das Kloster gegeben werden und sich manchmal da schon auf ein Leben in der Enthaltsamkeit verpflichten müssen. Erfahrungsgemäß wird das in der Pubertät dann schwierig und oft unmöglich, dieses Zölibat durchzuhalten. Und so kommt es hier immer wieder zu Schwierigkeiten. Auch patriarchale, autoritäre Verhältnisse können Missbrauch begünstigen und natürlich Geheimnistuerei, das besonders im Bereich des Tantra sehr, sehr häufig ist. Im Westen kommen auch häufiger vor unangemessene Beziehungen zwischen Lehrern und Schülerinnen. Auch hier gibt es einen großen Bereich der Grauzonen. Und die Aufarbeitung erfolgt oft zögerlich. Also hier gibt es noch sehr viel zu tun. Auch hier hat Dr. Carola Roloff einen Vortrag gehalten über sexuellen Missbrauch im Buddhismus, der die aktuellen und historischen Vorgänge aktuell analysiert, und der Vortrag ist auf YouTube zu finden. Wir schließen ab mit einer Zen-Geschichte. Eine alte Frau unterstützte viele Jahre lang einen Mönch. Sie baute ihm eine Einsiedlerhütte und versorgte ihn mit Nahrung und Kleidung. Nach 20 Jahren fragte sie sich, was er wohl erreicht habe, und beschloss, ihn auf die Probe zu stellen. Sie bat ein schönes Mädchen, den Mönch zu umarmen und dann zu fragen, wie er sich fühle. Das Mädchen war einverstanden, sie besuchte den Mönch, streichelte ihn und fragte: Wie fühlst du dich jetzt? Ein verwitterter Baum auf einem kalten Felsen hat im Winter keine Wärme, entgegnete der Mönch. Das Mädchen kehrte zur alten Frau zurück und erzählte das Geschehene. Was, sagte die alte Frau, ich habe in all den Jahren einen Hochstapler unterstützt.
Sie griff sich einen Stock, eilte zur Hütte und schlug den Mönch, wobei sie rief, mach, dass du fortkommst. Dann brannte sie die Hütte ab. Und so können wir uns jetzt fragen, was wäre hier die richtige Antwort gewesen? Hätte sich der Mönch verführen lassen, wäre die alte Frau dann zufrieden gewesen? Wahrscheinlich nicht. In den Zen-Geschichten ist selten das plumpe Gegenteil die richtige Antwort. Die Situation ist komplexer. Wahrscheinlich hätte die Frau die Hütte auch dann abgebrannt, wenn der Mönch sich hätte verführen lassen. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Einen Hinweis bekommen wir aus dem Kommentar zu dieser Geschichte. Die Zen-Lehrerin Blanche Hartmann Der Mönch hat das Mädchen zurückgewiesen und seine Praxis benutzt, um seine Gefühle zu unterdrücken, damit sie ihn nicht behindern. Das ist eine falsche Auffassung. Er hätte mit ihr in ein Gespräch kommen können, seine Wertschätzung ausdrücken und mitfühlend mit ihr darüber sprechen können. Es heißt, dass erleuchtete Wesen wenig begehren. Das bedeutet aber nicht, seine Gefühle zu unterdrücken, sondern es bedeutet, Wertschätzung zu entwickeln für alles, was uns umgibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.